Der Satz, also von den Tugenden, Pünktlichkeit, Ordnung und Fleiß, sieht man bei deiner Wohnung aber wirklich nichts. Ich finde es belustigend. Ich finde es richtig belustigend. Das ist so typisch deutsch, wisst ihr? Das ist so typisch deutsch. Der da, der hat wahrscheinlich einen ganz kleinen Pimmel. Mehr hat er nicht. Und im Endeffekt, ja, muss man ehrlich sagen, ist es doch Latte. Es ist Latte, was du auf deinem Tisch stehen hast. Es ist scheißegal, ob ich hier meine Flöte, damit ich mal richtig kräftig einblasen kann, habe. Oder ob ich hier meine Wasserflaschen, damit ich mich halb ersäufen kann über Tag, damit ich es nicht vergesse zu stehen habe, ja. Oder ob ich eine Penatencreme hier liegen habe, weil ich vielleicht trockene Haut habe oder so. Ja, man hat etwas auf den Tischen liegen. So, und wenn man ab und zu mal den Rotz, den man hat, in der Nase wegmachen will, dann hat man halt mal eine Klorolle da stehen oder Taschentücher liegen. Es ist also völlig wurscht, egal. So, aber es scheint unheimlich wichtig zu sein, ja, dass solche kleinen, wie nennen wir sie mal freundlich, Muscheln, ja, wie der Tasty Tardis um die Ecke kommen, und glauben, dass sie mit ihren kleinen Mini-Winnie da rumwedeln können. Und man sieht an deiner Wohnung ab, dass du nicht fleißig bist und dies und das und keine Tugenden hast und so. Das ist Bullshit, mein Freund. Das ist richtiger Bullshit, kann ich dir nur sagen. Ja, absoluter Bullshit. Weil du weißt gar nicht, was da hinten zum Beispiel im Regal ist. Oh, so ein Mist. Aber ich bin heute mal nett zu dir. Komm, ich zeig dir mal, was im Regal ist. Ne? Ich bin ja nicht so... So. Gucken wir doch mal. Warte mal. Also, wir haben hier so nett. Ich hole mal ein paar Bücher raus. Ich hole einfach mal ein paar Bücher raus. Wir haben zum Beispiel hier ein Buch, das nennt sich Die Kunst des Krieges. Interessant. Sehr interessantes Buch, solltest du mal lesen. Warte mal, dann haben wir noch, guck mal hier, Jomla 2.5. Damit habe ich damals mal angefangen, Webdesign zu machen. Also, ne, das ist so ein Buch, was ich mal gelernt habe. So richtig von vorne bis hinten durchgearbeitet. Das da ist auch ein sehr interessantes Buch. Solltest du dir mal reintunken, weil dann würdest du lernen, bessere Kommentare zu schreiben. Think Content. So, was haben wir denn noch hier? Wollen wir mal schauen. Oh, ich habe so viele Bücher. Was haben wir das hier? Ich nehme einfach hier irgendwas raus. So, dann haben wir hier so Bücher. Guck mal hier. So, Handarbeiten, wie macht man irgendwas? Ne? Also, das ist interessant. Oder dann haben wir hier von Minecraft eine Runde Steampunk. Dann haben wir hier noch mehr Handarbeiten. Ich weiß nicht, vielleicht solltest du in deinem Leben mal mit Handarbeiten anfangen. Könnte dir helfen, ein bisschen weniger dümmere Kommentare zu schreiben. Dann haben wir hier so eine Kumihimo-Scheibe, ne, die liegt da, weil das ist auch passend dort. So, und dann habe ich hier noch ein Spiel, Wahrheit oder Blödsinn, ist auch ganz nice. Ich habe nicht viel Platz, muss man einfach sagen. Was haben wir denn noch? Ein bisschen Makramee, wir haben noch Kurzgeschichten, also WordPress 3 habe ich noch da stehen. Dann habe ich noch Bücher über Fotografieren, weil mich das auch interessiert. Also ich weiß nicht, was du für ein Problem hast. Ich kann wirklich dein Problem nicht nachvollziehen. Wie kannst du daran ablesen, ob jemand pünktlich ist, ordentlich ist und fleißig ist? Du kennst den Rest der Wohnung doch gar nicht. Was willst du von mir? Was willst du von mir? Ich habe jahrelang übrigens nebenbei als Putzfrau gearbeitet. Ich war immer pünktlich in meinem Job. Ich war immer sehr ordentlich in meinem Job. Ich habe das so lange gemacht, bis ich einfach nicht mehr putzen konnte, weil mein Rücken kaputt war. Ich habe das immer nebenbei gemacht. Ich weiß nicht, was ist dein Problem? Deine Wohnung zu Hause spiegelt definitiv nicht deine Arbeit wider.
Das sind nämlich zwei verschiedene Lager. Und es gibt Menschen, die zum Beispiel zu Hause, also ganz, ganz viele zum Beispiel, die zu Hause eine katastrophale Ordnung haben, aber komischerweise in ihrem Job top sind. Du siehst das gar nicht. Du würdest das niemals irgendwie denken, dass die in ihrem Job, warum die so top in ihrem Job sind, keine Ahnung, funktioniert. Ja? Aber ihr Zuhause sieht ganz anders aus, weil sie dort ganz andere Werte haben. Sie legen Wert auf andere Dinge. Ich lege Wert hier, dass ich Wasser hier habe, damit ich was zu trinken habe und es nicht vergesse. Das da ist für meine Nase, für trockene Haut, Apfel und eine Orange, damit ich zwischendurch einen Snack habe. Wo ist das Problem? Ich weiß nicht. Dieses ständige, ich muss dir meine Ordnung aufdrängen. Was ist denn das? Wozu macht man das? Verstehe ich nicht. Wozu willst du mir deine Ordnung aufdrängen? Ich meine, guck dich an, geh in dein Zuhause, wenn du in einer Dekohütte wohnen willst, ja, wo nichts rumsteht und wo man nichts sieht. Man könnte genauso gut meinen, wenn man eine Wohnung sieht, wo gar nichts rumsteht und alles weggeräumt ist und so, könnte man genauso meinen, du bist leer im Hirn. Weil eigentlich ist es das, was du da gerade schreibst, ist, dass du leer im Hirn bist. Ja, vakuumversiegelter Laderaum, könnte man auch sagen. Beurteile nicht Menschen nach ihrer Wohnung. Beurteile Menschen nach ihren Aussagen oder nach dem, was sie tun. Aber nicht nach ihrer Wohnung. Das ist Quark. Das ist völliger Bullshit. Das sind zwei verschiedene Welten. Ja, deine Beurteilung im Endeffekt im Job ist nee. Wer danach beurteilt, der muss scheinbar richtig dumm sein. Aber naja, viele haben ja den Regenschirm aufgespannt, ne? So ist das im Leben.